Früher, als ich noch ein kleines Mädchen war, da habe ich immer total gerne Burgen gemalt. Und das, was man da in 3D sieht, habe ich immer in 2D gemalt. Eine Burg ging immer so: unten links anfangen, gerader Strich nach oben, oben so ein paar Zacken hin, dann nach unten ein Stückchen, aber nur bis zur Hälfte runter und dann wieder nach oben und dann wieder nach unten und unten so ein kleines Türchen. 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 Und es war immer sehr schön und das war's dann. Mehr habe ich nicht gemalt. Ich habe immer nur Burgen gemalt. Den ganzen Tag. Burgen kann man In auch einer super. kleinen weißen Zelle. Bitte? Burgen kann man auch super auf Karo-Papier malen. Da hat man zumindest auch noch, da ist Stimmt. zumindest alles gerade. Ja. Aha, ne? Ja. Ich habe letztens tatsächlich eine Doku über Burgen gesehen. Das ist jetzt echt ein Zufall. Nur sahen Ja, die da ein aber. bisschen anders aus. Sie hatten zwar auch viele Türme, Aber. aber die waren anders angeordnet. Die waren Und meistens auch ja gar nicht eckig, ne? nee, die waren Oh, rund. Entschuldigung. Damit man einfach mehr Rundsicht hat. Und Ja. dann konnte niemand in die Ecke machen. Das war der Vorteil davon. Wie meinst du das? Du Nee, wenn der meinst Turm so. rund ist, Ach so, dann ja, sind die natürlich. Leute gezwungen, doch Logo. die Toilette zu benutzen. Vor allem, da kann niemand an. Bei einem eckigen Turm kann ja niemand an die Ecke machen. Das ist ja kein nicht in die Ecke machen, weil das. Wobei von innen natürlich, ne? Aber Naja, zumindest kein also Fremder. Kein wenn man Fremder würde drin in ist, dann innen. kann man in die Ecke machen. Wenn man draußen ist, dann kann man an die Ecke machen. Ja, so. Ja. Was eigentlich? Weiß ich nicht. Notizzettel. Ja, so Mauerblümchen. Ich meine, Burgen hatten ja viel Mauer. Wieso heißt es, woher kommt eigentlich Mauerblümchen? Ich weiß nicht. Vielleicht war das eigentlich mal Maurerblümchen. Das waren die einzigen, was die Maurer damals pflanzen konnten. Ist es sowas wie das Maurer-Dekolleté? Wobei es war das Bauarbeiter-Dekolleté, ne? Das stimmt. Da wachsen keine Blümchen raus. Bei manchen. Okay, lassen wir das. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Es tut mir leid. Mann, ihr müsst ja jetzt nicht direkt Echt mal. wieder. Alter, ihr lasst ihr immer sofort. Ich Warte bin mal. auch schuld, ja. Wobei eigentlich nicht. Ich erzähle dir mal was. Ich spinne Gedanken nur weiter. Ja, mach mal. Mauerblümchen wird im übertragenen Sinne eine vom jeweils anderen Geschlecht nur wenig beachtete Person genannt. Meist bezieht sich die Bezeichnung auf Mädchen oder Frauen. So auch in einer Erklärung, in der es heißt, ein Mauerblümchen sei ein Mädchen, das beim Tanze wenig oder gar nicht aufgefordert wird. Ja, Was toll. hat das mit Mauern Das zu tun? weiß ich Ist auch das nicht. einfach, Der dass die Begriff, Blume ja. immer an der Wand steht, weil die nicht auf die Tanzfläche gezerrt wird, oder wie? Wahrscheinlich. Ja, mit Mauerblümchen beachtet halt niemand. Wahrscheinlich, Ja, ne? ich meine, Mauern sind schön, das kann man nichts gegen sagen. Der Begriff Also. entstammt dem Bild der einzeln an der Mauer wachsenden Blume, die fernab von anderen Artgenossen ihr Dasein fristet. Zum Beispiel das auch Mauerblümchen genannte Zimbelkraut. Ich nenne von jetzt an diese schüchternen Mädchen immer nur Zimbelkraut. Das Lustige ist ja, der Zombie, der ist ja auch gerne mal Zimbel genannt. Jetzt wissen wir endlich, wo das herkommt. Hey, du Wobei, altes sind Kraut. dann seine Was? Zuschauer vielleicht, seine Viewer sind dann wahrscheinlich, ist dann wahrscheinlich das Zimbelkraut. Du meinst, es ist seine Die Crowd, verstehst du? Zimbel-Crowd, genau, ja. Zimbelkraut. Das muss ich ihm mal sagen. Oder auch Siehste? nicht. Ja, schön. Haben wir wieder was gelernt? Ich Ja, fühle und mich, mein Kopf schlägt gleich auf den Tisch auf, weil der zu voll ist. Und wir haben noch überhaupt nichts über den Namen des Levels gesagt, nee. oder? Nee, haben wir nicht. Nur über die Wir haben, Burg. wie lange reden wir jetzt eigentlich schon wieder? 5 Minuten oder so? Nur dreieinhalb. Nur Das geht dreieinhalb. noch. Okay, 5 kriegen wir noch voll. Nee. Soul Stealer. Soul Stealer. Ja. Oh, ein Soulstaler. Ein Soul Stealer. Oh. Wie stellt man sich einen Soul Stealer vor? Es ist ein Taler, der. Ich kenne Salzgebäck, aber das ist noch was anderes. Ist egal. Nummer 6, Level Salzgebäck. 6. Holzgebäck? Für den besonderen Crunch. Boah, wir sind Späne direkt rein. Ja, soll ja immer bei diesem einen Milchreis, ich sage jetzt den Namen nicht. Du meinst, wo einmal durch die Küche gefegt wurde? Genau, wurde ja Achso. irgendwann mal, gab es ja mal einen Bericht, dass da angeblich das Zeug mit Sägespänen gestreckt wird, damit Ich habe keine man das Ahnung. halt günstiger ist. Ich glaube das zwar nicht. Ich kauf keinen Fertigmilchreis, weil das Zeug so einfach herzustellen ist. Das stimmt allerdings. Genau das gleiche gilt für Grieß. Grieß. Oh. Wobei Grieß teilweise, ich muss ja sagen, ich mache jetzt hier einfach mal Du willst echt unbezahlte die 5 Minuten Werbung. voll machen, Ja, unbezahlte Werbung. Der Landliebe Grießpudding, den kann ich sehr empfehlen. Der schmeckt sehr lecker, habe ich glaube ich irgendwann auch schon mal gesagt, aber möchte ich an dieser Stelle jetzt nochmal anbringen. Der ist wirklich gut. Aber der beste ist natürlich der von Oma, ist klar. Oder von Mama. Oder der selbstgemachte. Meine Mutter, nee, meine Oma
Doch, die eine hat mal Grieß gemacht. Ist egal. Meine Mutter hat öfter mal Grieß gemacht, aber immer diesen Vollkorngrieß. Ah, das war immer so, da war ich immer so, irgendwie ist es ja lecker, aber irgendwie auch nicht. Das ist so. Da kannst du gleich in einen Eimer Kies reinbeißen. Das kommt aufs Gleiche raus. Wie du auch sagst, werde ich mal meine Mutter weiterleiten. Ja, schöne Grüße. Ich habe wahrscheinlich Hausverbot bald bei euch. So, wir spielen mal vielleicht. Ja, längste vielleicht. Ansage, yay. Yay, woo! Hallo. Hallo. Wir in der Pause ging es um ganz schlimme Dinge. Es geht um erheiternde Mittel, sagen wir so. Mittel, ja. Wir lassen es einfach jetzt mal so stehen. Ja. Haha. Ich wollte es stehen lassen. Oh, du sahst erst. Stehen lassen. Du sahst kurz aus wie Jesus. Es sah aus, als ob du über Wasser gelaufen wärst. Moment, das will ich auch mal sehen. Okay, warte. Geh doch mal bitte hin. Ja, warte. Ja. Jetzt. Ja, das ist also sehr, sehr. Also, es ging echt ab. So, mach das nochmal richtig. Ja, okay. Haha, ich trau dir nicht. Okay, hier kann man sterben. Mach ich. Hab ich ja gerade schon mal. Jetzt, man muss ja nicht übertreiben. Ah, oh. Wie AO. Ah, oh. 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 Ach, hier ist die Burg. Links und rechts und überall. Ach so. Ach, du bist auch hier. Wir springen links und rechts und überall. Also eigentlich ganz hübsch, ne? Müssen wir jetzt in die einzelnen Türmchen rein? Türmchen. Ich glaube ja. Bist du ein Hund? Ja, manchmal. Ja. Gehst du da mal rein? Ah, ist das schön. Es ist quasi einzelne Kammern, die dann designtechnisch verwurstet wurden. Dessin. Das heißt Dessin. Dessin? Dessin. Meinst du, das ist französisch? In einem fabelhaften Dessin. Dessin. Klingt wie Dessert. Oh, womit jetzt so ein wir Pudding als Gries Dessin. Wären. Ja, das ist. Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat, der. Irgendwas. Gehst du da mal runter? Wo? Hier? Ja, so. Wobei, gehst du da runter? Nee. What? Tau. Und dann. What the fuck? Kannst du den da irgendwie hochklöppeln? Ah, warten Sie mal. Wey, was ist denn da? Hä? Wie das aus? Also, warten Sie da. Da muss ich. Achso, ist ja alles richtig. So, machen Sie nochmal da, genau. Ja, richtig. Ja. Warten Sie kurz, jetzt haben wir hier. Ach, das ist auch noch eine. Okay, nochmal noch zurück. Oh, ich mach nochmal aus, warte noch mal. Hier so, okay, jetzt. Oh, hä, bleibt der da hängen? Das ist ja toll. Machst du nochmal wieder ran, bitte? Der kommt doch wahrscheinlich wieder runter, ne? Mach nochmal da ran. Ja, Wei, muss ich das? Wofür ist die schräg bei mir? Ich weiß es nicht. Ich kann auch einfach hier. Ja, ne? Ein bisschen höher noch. Noch ein bisschen höher? Ja. Ich hab gedacht, ich wäre schon. Nee. So, stopp. Oh. Oh. Mist. Okay, das ging nicht. Nein. Ganz offensichtlich nicht. Hä? Lässt du mich da nochmal hoch? Ja. Darf man schon vorher Gesundheit wünschen? Nee, ne? Ich wollte. Das klang ein bisschen, als wärst du mit einem Kopf gegen deinen Kleiderschrank gestoßen. So, stoppst du mal jetzt. Oh, schön. Ich wollte eigentlich irgendwie. Hatte ich überlegt, wie kann ich den jetzt noch unterdrücken? Und währenddessen kam er dann schon. Es ging leider nicht anders. Ich frage mich immer noch, was die Schräge denn hier zu suchen hat. Zu suchen. Du kannst mit die Schräge, kannst du... Was ist das hier eigentlich? Wieso kann ich nicht hier hochfahren? Weiß ich nicht, ich will mal gucken. Ah! Hä? Warum ging es nicht? Du bist abgerutscht. Ja, ich merke das. Weil, ja, was soll denn das? Ich weiß es nicht. Das ist ja von der Schräge her, kann ich da wieder hochkommen? Ich weiß nicht, ob ich da hochkommen könnte.
Ja, das war ja mein eigentlicher Plan. Da ist noch ein Laser. Mach mal aus. Okay, zu spät. Okay, ich mach nochmal an. Jo. Ja, da oben warst du, genau. Genau, also musst du dann... Da wollte ich dich vorhin ja schon mal drauf hinweisen, aber es hat anscheinend keine Früchte getragen, mein Berg. Nee, nein. Kann ich den nicht direkt da wirklich rüber? Okay, es geht nicht, aber hier ist es... Kann ich drauf stehen, das ist schön. Das ist... Also ich habe selten was Schöneres gesehen. Ich auch nicht, das ist das Problem. Wofür ist denn die da? Weiß ich nicht. Machst du nochmal hier laufen? Das ist die da. Ich glaube, das reicht tatsächlich, dass man da drin hochkommt. Oder die da, die mir den Kopf verdreht. Oder die da, die schau, den Pulli an. Achso. Mein Mann, das ist die da. Frau, die frei. Oh, perfekt. Nicht kann. Kenn ich schon, oder da? Ja, der geht ja nicht. Hallo? Kannst du dich jetzt mal bitte auf Portal konzentrieren, Rami? Mann. Oh, mal. Hab ich doch. Was hast du denn nicht? Ich bin doch dabei. Kannst du mal da das ausmachen? Was soll ich ausmachen? Da wo du drauf stehst. Nee, stehst du irgendwo drauf? Nee. Ich stehe nirgends drauf. Stehst du denn da mal drauf, also dass auf dem Boden. Das hier zur Seite geht, da? Wie hast du das denn eben gemacht? Habe ich das gemacht? Das warst du, glaube ich. Ich war das nicht. Ja. Alter. Das ist aber nur zeitlich begrenzt, ne, oder? Ja, aber das ist ja nicht so wild. Das passt so genau. Nein! Machst du nochmal? Ach, du hängst fest. Ich hänge fest. Ich komme noch nicht ran. Och, nö, ey. Wir waren schon so vielleicht weit. Was haben wir eigentlich schon alles gemacht? Nix, ne? Nee, irgendwie nicht. Wie weit machst du am besten? Ich kann ja nicht zu dir rüberkommen. Ich kann ja halt jetzt auch echt nichts machen. Das ist ein bisschen nix ungünstig. Halt. Ja, ich glaube, wir müssen neu starten. Neu starten, oder? Ja. Komm, wir machen das jetzt im Turbogang hier. Level neu starten. Ah, Neustart. Okay. Wir machen jetzt eine Neustart. Neustart. Ja. Ja, im Turbodurchgang. Wie in einer Waschmaschine. Wenn halt kurz Durchlaufzeit. Ja. Linksbums mit extra schleudern. Ja. Kenn ich. Ich schleudere mich auch manchmal. Ja. Ist gut für den Kopf. So. Hopp. Wir nicht sterben. Oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Schnell. Drück. Ich hab doch. Meine Güte. Wo ist denn hier der Erste? Was hast du gemacht? Ich bin schon gesprungen, obwohl noch nichts da war. Das war ein bisschen heiß. Wie noch nichts da war. Na, da war die Fläche halt, die waren noch nicht da. Laser. Warum denn Laser? Voll Laser. Das ist voll Laser. Ich hab letztens auch mal einen Text gehabt und da hatte ich auch einen Verleser drin. Stopp. Es ist immer wieder schön. Oh, guck mal. Wie schnell das geht, wenn man es kann, ne? Ich meine, also wenn man das schon mal geübt hat. So, also wenn man die Idee hat. Machst du die Charade da? Oh! Hui! Alles passt ja genau. Blab. Plümpel. Kannst du da jetzt auch springen oder was machst du da? Ja, ne? Aber wie schnell wir waren. Ja, hier oben kannst du dagegen klemmern. Da kann ich dagegen klemmern. Da klemmer ich mal dagegen. Fällst du da auf die Gerade und machst da die Schräge, ne? Genau. Ja. Ja, springen. Das sieht schön aus. Oh, das ist mal cool. Oh, Buchfell. Das finde ich auch mal super. Lebe, da steht Lebe drauf. Lebe. So viel reinrassige Lebe. Was reinrassige? Rein. Du klingst wie ein alter Verbrennungsmotor gerade. Rein. Ist ja schön. Ist es hier der nächste Term? Ich glaube, es ist der nächste Term. Term. Sind wir jetzt der Terminator? Terminator, ja. Der Terminator. Der hat in einem Schloss gewohnt. Gehst du da...
Moment. Doch, gehst du da mal rein? Hier? Ja. Oh, fast. Und springst du da vielleicht weiter? Guckst du nach unten, ne? Warte, ich schaff das, ich schaff das. Nochmal. So. Nee. Oh. Du musst nur noch gegenkommen, ne? Ja, ich versuch's. Nee. Ganz vorsichtig. Ist das der richtige Weg, was wir hier machen? Ich weiß nicht. Nein, vollkommen egal, ne? Hauptsache, es funktioniert. Ja, mach keinen unten. Nein. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Hopp. Das machst du schön. Das gibt's doch nicht. Machst du fast schön. Das gibt's doch nicht. Was machst du denn? Wofür ist der eigentlich da? Da. Hep. Jetzt aber. Heppa. Hui. Du haust ich bin zu hoch einfach. Ja. Wenn du von da nur so da reinspringst, vielleicht könnte das passen. Kannst du mir da ein Portal hinschmeißen? Tau. Dankeschön. Moment. Das ist wahrscheinlich schräg gleich. So, ja, ne? Ich springe. Ja. Das sollen wir mal. Warum ist das zu knapp? Warum? Willst du nochmal hoch? Willst du nochmal probieren? Ich versuch's nochmal. Du bist ja auch hochgesprungen, ne? Ja. Ja. Vielleicht nochmal. Hopp. Das ist zu kurz. Vielleicht muss ich mit meiner kugeligen Form da ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Wobei ich aerodynamischer bin, glaube ich. Ja. Wobei aber nur, wenn ich so Kopf voran fliege. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Scheiße. Jetzt geht's wieder. Also das Fluchen kam gut an. Das ist gut. Kann ich von hier oben irgendwas machen? Gehst du da mal hoch? Ich geh mal da hoch. Tu mal so. Wie bist du denn da hochgegangen? Ich bin da oben. Einfach durch. Oh. Einfach so, wie man das macht. Also ich mach das so. Okay. Ja, hast du mir da eins hingesetzt? Nee, ne? Ich hab dir jetzt da eins hingesetzt. Oh, das ist verwirrend. Oh, das ist zu kurz, oder? Nein! Achso. Ja. Das war mir gar nicht klar. Ja, jetzt ist dir das hoffentlich klar. Komm ich denn wieder zurück? Oh ja. Ach so, das ist wirklich die Burg hier. Das ist ja schick. Das ist echt schick. Ja. Totzig. Voll totzig. So. Ich mach nochmal, wa? Mhm. Oh. Hä, kann ich nicht rückwärts springen hier? Na! Ja. Na! Ja. Oh! Ich fühlte mich knapp. Ein bisschen, als wäre ich aus Gelee. Brüllt er auch immer so rum. Ja. Genau deswegen. Aha. Das war falsch. Das war auch falsch. Hua! Ja! War das jetzt richtig? Wofür war das da jetzt oben drauf? Alles egal. Wir taten es. Nummer 2. Wir haben es getan. Nee, wir taten es. Zum allertausendsten Mal. Tausendmal berührt? Ja. Doch. So geht doch ein Text ungefähr. Nur ohne das Gehauchte vielleicht. Wie kriegen wir das da rein? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Man ist sad. Was? Was? Ah, verstehe. Ja, da so. Oh. Pampe. Warte mal. Da werde ich jetzt aber pampig. Ja. Nee. Machst du da mal? Nee. Machst du da mal? Nee. Was du denn? Da, also so? Kleckerkram. Kannst du da in der Mitte, kannst du da hoch? Jumpen? Okay. Nee, wenn du da, genau, wenn du da einfach stehst. Hier? Kannst du da irgendwie hoch? Irgendwas nee. Machen? Wie, nee. Also, ich wüsste nicht. Spring doch einfach mal. Ja, aber hier ist ja nichts. Nee, da, genau vor dir.
Ja, was machst du denn? Was meinst du denn? Hier so? Da, genau. Ach so. Wow. Hast du den gecheckt? Was, wo bist du denn jetzt? In dem anderen Turm. Aha, musst du auch hin? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Kann ich da außen rum? Hier war ja offen. Dass wir nicht den gleichen Weg nehmen. Das ist der hier. Hallo. Hallo. Aber da hätten wir doch einfach so hingehen können. Oder nicht? Aber ich glaube, wir kommen jetzt ist da oben der nicht. Ausgang? Ja. Das ist ja schön. Dann können wir da beide jetzt hochspringen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, also ich bin ja da oben nicht hingekommen. Ich bin ja woanders hingegangen. Ja, ich will aber auch mal diesen spannenden Flug nachvollziehen. Ja, der Flug ist super. Ja, den hab ich ja nicht so ganz mitbekommen. Oh. Der Sup ist Flugper. Oh. Ja, interessant. Können wir da Sprung so sehen mit rein schmieren? Nee, ne? Ist ja alles abgesichert hier. Verdammt. Das ist schade. Oh. Bei. Ah, das geht tatsächlich mit Sprungpampe. Was warte geht mit mal. Sprungpampe? Das ist die, du mal mitbekommst. Was kommt jetzt, ey? Ja, gehst du mal da rein. In the Fläche. Achso. Du standst hinter mir. Nein. Geh da mal rein. Ich geh mal hier rein. Ja, ja. Dann machst du da nochmal da eins hin. Und das andere. Ja. Ja. Jetzt gehst du da mal hoch. Da mal? Springst da wieder. Genau. Jumpst da wieder durch die Gegend. Kannst du da jetzt gleich irgendwas reißen? Da. Wow. So zum Beispiel. Ja, das ist doch schön. Siehst du mal. Das wäre ja fast Skill. Ja, aber auch nur sehr fast. Ich komme auch mal. Ja. Wo kommt er denn? Da kommt er. Das ist doch schön. Oink. Hallo. Ich federe nach. Schwabbel. So. Hopp. Schwabbel. Schön. Schön. Ich fand die tatsächlich gut. Ich fand die auch schön. Ich mag das ja ehrlich gesagt, wenn da immer so kürzere Kammern sind, die dann aber irgendwie doch zueinander führen. Ja, ja. Dass man das da nicht so ja ein riesen Konstrukt hat. Genau. Richtig, ist ja auch nicht das, was man immer will. Ne? Nö. Man will halt ab und zu das auch war jetzt, so kleine Dinge. Das war jetzt eher so leichte Kost. Ja, aber als ob wir es gewusst hätten, haben wir ja am Anfang schon so viel geredet. Naja, das war jetzt schon lang genug. Das ist eigentlich schon alles Bonus. Wir müssten ordentlich Kohle für Bonusmeilen kriegen. Bonus? Bonus. The Bonus. Ja. Ja, jetzt ist auch jetzt. Ja, das wird dunkel hier. Das heißt, ich finde mein Witzebuch nicht mehr. Es wird tatsächlich recht düster. Es ist jetzt, wie spät ist das bei dir? Ich meine, wahrscheinlich genau. Also in meiner Zeitzone ist es 16.19 Uhr. Ja, bei mir auch. Das ist erstaunlich. Das ist unglaublich. Es ist erstaunlich, dass auf Jamaika und in Deutschland die gleiche Zeit ist. So weit hast du es schon geschafft. Bis nach Deutschland? Ja, ich bin zu Fuß. Weil die Bahn streikt, ja. Ja. Gut. Für euch hoffentlich nicht mehr. Doch, wobei... Doch, doch. Doch, natürlich. Doch. Ich habe mich nachgedacht. Natürlich. Wir nehmen ja... ihr müsst wissen, wir nehmen am Donnerstag auf und am Sonntag ist ja noch immer Streik. Wa? Das ist ja dann für euch jetzt quasi... Es sei denn, die... Wenn die nicht sofort einen Haufen Geld mehr kriegen, streiken die dann nicht mehr? Nicht? Oder... Nee, hä? Hören die dann auf? Oder ziehen die das durch? Oder? Ja, aber es wäre doch... Glaube, ja. Das wär doch gemein, wenn die wirklich mehr Geld kriegen. Und alle, die sich jetzt schon irgendwie Wochenende freigenommen haben, ne? Von wegen, wir müssen ja nicht arbeiten, wir müssen dann doch wieder hin. Ja. Und dann können die alle nicht antreten und werden rausgeworfen und dann kriegen sie gar nichts mehr. Ja. Wäre doch super. So, wie dem auch sei. Wir sehen uns hoffentlich innerhalb der nächsten 2 Monate wieder in Portal 2. Ja, wir können Folgen sollen ja mit so einer gewissen Regelmäßigkeit kommen. Also wir haben den neuen Abstand schon mal festgelegt jetzt, die letzten Monate. Genau. Das heißt, wir sehen uns dann im neuen Jahr, würde ich sagen. Habt ein schönes Weihnachten. Ja. Lasst euch reich beschenken. Richtig. Oder holt euch einen reichen Kerl, der beschenkt euch den vielleicht auch. Und trinkt vor allem nicht so viel. Kommt auf den Kerl an wahrscheinlich.
Stimmt, bei manchen kann ich das nur empfehlen. Falls ihr eher männlichen Geschlechts seid, dann seid einfach selber reich, dann habt ihr auch Frauen. So. Was wolltest du damit denn jetzt sagen? Wolltest du damit ich jetzt eigentlich nichts damit sagen? Das sind nur meine Erfahrungswerte. Ah, okay. Ne, hier, weil wir alle reich sind. Ja, reich an Blödheit. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, das ist auch eine der wenigen Sachen, ich bin gar nicht so unarm. Ist egal, versteht es wie ihr wollt. Kauf mir jetzt für 50 Cent einen Knoppers. Boah, für 50 Cent? Nein. Alter, Dekadenz. So dick habe ich es auch nicht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nicht so lange. Tschüss. Nee.